Hi Freunde, wir spielen Cube Life, jetzt bei Part 9 müsste das jetzt sein. Und ihr habt eigentlich nichts verpasst, wie immer. Ich habe jetzt nur die 2-3 Stunden abgewartet, bis meine Freunde abhauen. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir auch runter. Lassen sie weg. So. Ja, alle weg. Und ich habe gemerkt, in der letzten Aufnahme, ja, war nicht ganz so schlau. Na gut, ist aber egal. Genau, ihr seht es gerade hier schon. Der neue Typ, also der mit der Maske, der war nämlich das, der meine Brücke hier kaputt gemacht hat. Und bei dem müssen wir dann echt aufpassen. Also es ist eigentlich ganz gut, dass ich mein Haus auf dem Baum gewählt habe. Ich werde mal was trinken. Und wir sollten was essen. So. Und dann ist mir noch was aufgefallen, als ich die Videos überprüft habe. Und zwar habe ich doch die Kohle abgebaut. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, warum bin ich eigentlich runtergegangen? Ich bin doch blöd. Und zwar habe ich die Kohle abgebaut. Und die habt. Den Weg wieder hochfinden, da, genau. Und mir ist aufgefallen, wenn ich das mit der Spitzhacke abbaue, dann bekomme ich auch die Kohle als Erz halt. Na komm. So. Wenn ich das nur mit meinen kleinen Stöckchen hier abbaue, dann. Ja, dann hat sich das eigentlich. Dann kann ich mir die Mühe sparen. Und ich denke mir mal, auch so bekomme ich Stein, damit ich mir einen Ofen machen kann. Jetzt machen wir uns aber erstmal ein paar Spitzhacken und Äxte. Wie war denn das? Das war einmal so. Und ich glaube. Richtig. Eine Axt. Machen wir uns gleich noch eine. Und wichtiger, wir gehen nämlich jetzt mal auf Suche nach noch ein paar Erzen. Das war, glaube ich, so. Ja. Deswegen brauche ich nämlich jetzt die Spitzhacken. Na, komm. So und so. Ach, die Steuerung. Das gibt's nicht. Jetzt. Warte mal. Nein. Oh. Ich habe keine Steine mehr. Ach, Quatsch, Steine. Keine. Na, kein Holz mehr dafür. Zu viel. Ja, müsste erstmal reichen. Und jetzt nochmal. Dann das. So. Das müsste jetzt hinhauen. Und ich glaube, das müsste ich jetzt auch dabei haben. Das wollte ich nicht. Genau, das habe ich auch dabei. Sehr schön. Nehmen wir das gleich mit. Hier haben wir. Achso, die zwei Kisten können wir gleich mal hierher bauen. Damit das erledigt ist. Die setzen wir mal hier hin. Kisten. Zack. Und dann gehen wir mal los. Obwohl, wir können auch die drei Fackeln noch hier hinbauen. Bauen. Die kann man ja auch jederzeit wieder abbauen. Einmal hier. Dann machen wir einen hier hoch, damit ich auch mein Haus finde. Und eine setzen wir hier an die Ecke. Gut. Ich muss mal gucken, wie ich die Zäune baue. Achso, jetzt habe ich wieder. Ich muss die Brücke auch noch fertig bauen. Zack, zack, zack.
Dann gehen wir gleich mal hier rein. Ich würde sagen, in den nächsten Parts fangen wir dann mal an, oder was heißt fangen an, gehen dann mal wieder in neue Bereiche und erkunden mal ein bisschen die Region. Aber vorher möchte ich gerne hier noch alles soweit fertig haben. Also hier sehe ich schon mal nichts. Hier oben. Ich frage mich jetzt aber nur, wenn der... Da ist noch eine Höhle. Frage mich aber nur, wenn der Typ das alles kaputt macht mit seiner Spitzhacke, ob dann Stein ausreicht. Also wenn ich mein Haus dann mit Stein baue, ob das dann was bringt. Jetzt habe ich Stein. Einwandfrei. So. Vielleicht haben wir auch Glück und hier unten drunter ist Gold. Ich denke aber natürlich nicht. Das war's schon. Gott. Ich brauche mehr. Definitiv. Das bringt mir gerade mal gar nichts. 5 Steine und da ist das Ding kaputt. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Ah, da sehe ich noch was. Und hier geht es wieder nicht runter. Gibt hier irgendwo Wasser? Ja. Na, ja. Oh, das ist auch was. Sehr schön. Okay. Jetzt. Obwohl, nee, den Stein brauchen wir ja auch. Und hier geht's weiter. Das ist aber im Moment alles nur Kohle. Ich weiß ja nicht, was es noch so alles gibt. Aber das ist jetzt nur Kohle. Da ist noch was. Komm ich da jetzt hin? Ja, ich brauche ich jetzt nicht. Obwohl. Ruhe. So. Dann wollen wir mal hierher. Moment, 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 Moment. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt dann auch irgendwo was versteckt ist, aber es ist ja jetzt so dunkel, dass ich das nicht sehe. Was war das? Sieht doch gut aus. Dann hat sich der Ausflug doch schon gelohnt. Obwohl ich jetzt wieder... Ich weiß nicht, kann ich das auch mit der Axt abbauen? Ich probiere das jetzt mal mit der Axt. Ich hab's nicht gesehen. Hm. Ja doch, das geht. Ist zwar nicht dafür gedacht, aber es funktioniert. Ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich so erzählen kann. Außer, dass es heute wieder relativ warm ist. Und ich im Moment eigentlich ziemlich viel Lust auf Cube Life habe. Weil jetzt geht's vorwärts. Jetzt habe ich auch halt herausgefunden, wie das jetzt... Was man so ungefähr machen muss. Obwohl es mich halt immer noch interessiert, ob es irgendwie so ein Ende gibt, dass man dann halt sich ein Schiff baut und dann einfach abhaut. Das wäre schon interessant. Ja.
So. Hier her. Auch weiter. Das scheint es aber jetzt gewesen zu sein, oder? Also ich sehe da nichts mehr, nein. So, da hinten ist noch was. Ich weiß halt auch nicht, ob hier irgendwelche versteckte Höhlen drin sind. Das wäre halt auch mal interessant zu wissen. Stein. Ich glaube, jetzt können wir uns schon einen Ofen bauen, soweit ich das gesehen hatte. Oh, das geht auch weit rein. Ach, geht das weit rein. Toll. Das könnte jetzt dauern. Na komm. Ihr könntet mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche, ja nicht Fragen habt. Na gut, die Fragen könnt ihr auch reinschreiben, aber irgendwelche Themen, worüber ich, was euch interessiert, worüber ich jetzt länger reden könnte. Und wenn ich es jetzt passend finde oder, das heißt passend finde, also ich antworte gerne drauf, aber wenn ihr jetzt fragt, ich soll meine Erlebnisse erzählen von Street Fighter zum Beispiel, ich bin kein großer Street Fighter Fan, deswegen wird das wohl sehr kurz werden. Was mache ich denn? Ja, ich lasse mich wieder ablenken. Ich rede und vergesse nebenbei hier ordentlich abzubauen. Aber das scheint irgendwo hinzuführen, dieser Gang. Das ist ziemlich viel, was ich hier finde. Mir fällt gerade auf, ich kann doch... Ach nee, kann ich nicht. Ich kann unterwegs keine Axt bauen. Uiuiui, ist so viel. Also ich sollte mir das hier irgendwie merken. Wie merke ich mir das? Ich baue mir jetzt einfach mal hier... Holz hin. Ja, doch. Dann noch das Ding drauf. So. Mal das von Seiten. Mach lieber noch eins drauf. Tja. Das dürfte man aber sehen. Gut, jetzt müssen wir auch langsam wieder zurück zum Haus. Das, da haben wir heute nicht so viel geschafft. Die Tage gehen doch relativ schnell vorbei. Ich finde es halt blöd, dass ich in der Nacht oben auf meinem Haus bleiben muss. Dass es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt. Ich weiß auch nicht, ich habe gehört bei Minecraft zum Beispiel, dass man da die Nacht schlafen kann. Aber hier habe ich jetzt noch nichts weiter herausgefunden. Was? Wo war's da eigentlich? Gut. Boah, das war da jetzt kein Sprung, Mensch. Ah, das ist auch eine Quelle. Jetzt bauen wir hier auch mal zwei hin. Gut. So. Das bauen wir jetzt hier mal wieder ab. Macht soweit erstmal keinen Sinn mehr. Aber ich muss die Brücke noch ein bisschen anders bauen. Ich weiß jetzt nicht, das gefällt mir noch nicht so. Ach, Brücke, Treppe. Jetzt sollte ich langsam wieder nach oben.
Brauchst du. Und rüber. Einen frei. Ich glaube, da kommt die nicht hoch. Aber das müssen wir ja alles abbauen. Mache ich das mal lieber. Ich hoffe, das liegt morgen noch da. Gut. So, jetzt machen wir uns noch ein paar Waffen. Ja, was zum... Scheiße. Vollidiot. Ich stehe mich auch Vollidiot. Ja. Schnell weg, 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 weg. Nein, nein, nein. Oh. Das war umsonst. Ich habe aber auch nicht gespeichert. Ja, dann wird das wohl jetzt ein etwas kürzerer Part, würde ich sagen. Na gut, war vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich nicht gespeichert habe, weil jetzt weiß ich ja, dass ich mehr Waffen brauche. Ja. Dann machen wir das gleiche nochmal. Ich habe sogar ein Thema, über was ich reden kann. Ja. Ne, dann machen wir das eben ja fast gleiche. Wir machen ja sowieso immer das gleiche. Und jetzt wissen wir wenigstens, was wir machen müssen. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber ich muss jetzt... Ich muss gleich mal ein Video gucken. Entweder war ich jetzt so blöd und bin da einfach ins Nichts gesprungen oder... Da war wirklich nichts mehr. Das kam mir gerade echt seltsam vor. Weil dann habe ich mich ja extrem verschätzt. Wir machen auf jeden Fall jetzt erst nochmal uns ein bisschen Holz. So. Und bauen hier die Mauer noch ein bisschen aus. Na, essen wollte ich jetzt nicht. Gut. So. Ach man. Das waren 20 Minuten für nichts. Na gut, es waren 15 Minuten. Vor allem, ich habe euch ja nicht mal irgendwas Informatives erzählt. Obwohl, muss ich das jedes Mal? Ich sollte mir vielleicht vorher mal ein paar Themen überlegen, bevor ich spiele, weil während ich spiele, dann drüber nachzudenken, was ich euch so erzählen kann, ist etwas schwierig. So. Sieht doch schon ganz gut hier aus. Gleich haben wir die Uhrzeit, die ich sowieso wollte. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Part. Aber das mache ich nicht mehr heute. Das würde ich sagen, das mache ich dann morgen. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit. So. Gut. Eigentlich muss noch eine dritte Reihe drauf. Ich will noch mal überlegen wegen Fußböden. Bei Fußböden wäre auch eine coole Idee. Na gut, aber erstmal sollte ich vielleicht das Haus bauen, bevor ich hier über andere Sachen nachdenke. So, wie sieht's mit meinen Freunden da unten aus? Ja, ich hab's schon wieder getan. Ich glaube, heute läuft's nicht so gut. Das gibt's nicht. Ja, ich mache jetzt Schluss. Ich gehe ins Bett. Wir sehen uns morgen, hoffe ich. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht. Bis dann.